Heute zeige ich euch, wie einfach ihr ein super leckeres, saftiges Brot backen könnt. Ihr braucht dafür keinen Sauerteig, nicht viele Zutaten und nicht viel Equipment. Und es ist wirklich so einfach. Ich habe jahrelang mich selbst nicht getraut, Brot zu backen, bis ich ja diese Methode gelernt habe und sie euch heute zeigen will. Und ein Rezept von vielen, die ich jetzt schon so ausprobiert habe. Wir fangen ganz einfach an mit einem Roggenmischbrot. Mit nur 5 Zutaten, die ihr auch wahrscheinlich alle zu Hause haben solltet. Die Methode, mit der ich Brot backe, ist die Methode mit der langen Teigruhe. Und zwar lasse ich den Teig, den wir gleich zusammen machen, 24 Stunden stehen. Ich lasse den abgedeckt in der Küche stehen. In dieser Zeit entstehen nämlich mehr Aromen. Das Brot ist länger haltbar, es ist bekömmlicher. Vielleicht kennt ihr das, ich habe jahrelang auf Brot so oft wie möglich verzichtet, weil ich jedes Mal Bauchschmerzen hatte und aufgebläht war. Das habt ihr bei diesen Broten nicht, Gott sei Dank. Also da werden die schwer verdaulichen Inhaltsstoffe verarbeitet und somit ist das Brot viel, viel bekömmlicher und gesünder. Hat zudem auch durch die lange Teigruhe viel mehr Mineralstoffe und Spurenelemente. Wir starten mit dem ersten Brotrezept. Alle Rezepte findet ihr immer in der Playlist unter den Rezepten. Ich werde jetzt immer wieder mal eins von meinen Brotrezepten dort teilen. Also abonniert gerne diesen Kanal. Ansonsten wisst ihr ja, hier gibt es ja Vlogs und alles Mögliche. Also schaut da gerne vorbei. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Dann kann ich auch sehen, dass ihr solche Videos öfters sehen wollt. Und ansonsten legen wir direkt los mit dem Teig. Für das Roggenmischbrot benötigen wir einmal Weizenmehl Typ 550 und einmal Roggen. Ich habe jetzt hier einen ganzen Roggen. Einmal normalen Roggen könnt ihr verwenden oder Lichtkornroggen. Ich habe jetzt hier die ganzen Körner, weil ich habe eine Mühle und mache mir das Mehl frisch. Ihr kauft euch aber dann einfach Roggenvollkornmehl. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr darauf achtet, wenn ihr euch Mehl kauft, dass ihr da auf Bioqualität achtet. Das wissen viele nicht, aber in gekauften, abgepackten Mehl sind sogar Inhaltsstoffe drin, die gar nicht deklariert sind. Unter anderem, ich glaube, das hieß Cystein oder so, was aus Menschenhaaren, Tierfedern oder Schweineborsten unter anderem hergestellt wird. Das sorgt dafür, dass der Teig elastischer ist und sich einfacher verarbeiten lässt. Von daher, wenn ihr schon Mehl kauft, dann achtet auf Bio. Oder ihr habt in der Nähe vielleicht einen Markt, gibt es auch, die frisch das Mehl euch mahlen oder eben online. Ich kaufe zum Beispiel meine Körner beim Biohof Knauf. Dort gibt es auch schon gemahlenes Mehl. Ist halt nur so, man muss auch beachten, gerade auch so ein frisch gemahlenes Mehl, das verliert auch an Vitamine und so, die verfliegen auch. Deswegen sollte das dann auch schnell verarbeitet werden und nicht zu lange rumliegen. Wie gesagt, wenn ihr schon Mehl euch dann kauft, dann achtet wenigstens drauf, dass es Bio ist. Dann habt ihr diesen Schwachsinn nicht drin. Und ansonsten einen kleinen Schuss Essig nur, Salz natürlich und ganz, ganz wenig Hefe. Ich schreibe euch die genauen Mengenangaben natürlich unten in die Videobeschreibung. Mein Brot wird immer relativ groß, also ich habe so insgesamt um die 900 Gramm Mehl. Das gibt dann so ein Brot von 1,5 Kilo. Ihr könnt aber das Ganze auch halbieren oder ihr zieht ein Viertel ab, dann habt ihr so ein 1 Kilogramm gebackenes Brot. Jetzt stellen wir erstmal den Teig her. Ihr könnt es einfach mit der Hand vermischen. Ihr könnt es mit einem Kochlöffel vermischen. Ihr könnt es im Thermomix machen, falls ihr den habt, oder in der Küchenmaschine. Falls ihr eine Küchenmaschine habt, dann ist da der Vorteil, ihr könnt den Teig dort richtig schön lange kneten lassen. Also falls ihr wirklich eine habt, dann lasst den Teig dort schön 10 Minuten kneten. So wird er noch schöner. Falls ihr das nicht habt, ist nicht schlimm. Wie gesagt, verrührt einfach alles, auch mit einem Kochlöffel, mit den Händen, egal. Ihr müsst dann halt einfach nur den Teig ein bisschen öfters mal dehnen und falten. Ich spare mir halt diesen Schritt eben durch die Küchenmaschine, weil die schon so lange den Teig knetet, mache ich in diesen 24 Stunden nur einmal den Teig kneten und falten. Meistens backe ich meine Brote extra am Abend, damit die schön über Nacht dann abkühlen können. Und deswegen mache ich dann meistens, dass ich, wenn ich abends den Teig hergestellt habe, mache ich morgens einmal dehnen und falten und warte dann wieder bis zum Abend und forme dann den Teig. Was ihr braucht, ist natürlich eine Waage. Falls ihr euch fragt, so wie wiege ich denn ein halbes Gramm Hefe ab? Ja, das ist mit einer normalen Waage nicht möglich. Haltet euch einfach an eine Erbsengröße. Also so genau muss das gar nicht sein, ob das jetzt 0,5, 0,8 oder dann doch vielleicht 1 Gramm ist. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Es ist halt wirklich nur dieses bisschen Hefe. Das reicht vollkommen aus, dass der Teig so schön aufgeht. Das ist das Besondere daran. Also haltet euch da einfach dran. Einfach so Erbsengröße. Na, ist euch was aufgefallen?
Das was hat gefehlt. Ich denke mir so, ja, irgendwas fehlt doch, ne? Als erstes tun wir das Wasser einmal abwiegen. So. Und dann lösen wir als erstes das Salz auf. Hier würde ich euch raten, für die Brote Ursteinsalz zu verwenden. Also ich benutze das auch zum Kochen, für alles. Also kein Jodsalz, sowas ist nicht so gut für die Brote geeignet. Da, wie gesagt, auf ein Ursalz zurückgreifen. Und das löse ich einmal im Wasser schon mal auf. Ein wenig Essig. Ich habe hier jetzt einfach einen Apfelessig. Und dann eben ein Stück Frischhefe. Wie gesagt, das sind, soll, würden jetzt hier 0,8 Gramm reinkommen, aber ich nehme einfach so ein Stück, mache das zu einer Kugel und dann seht ihr so ungefähr so eine Erbse, das ist schon eher eine Kichererbse, würde ich sagen. Wie gesagt, das muss man gar nicht so genau nehmen, ob das jetzt 0,5, 0,8 oder 1 Gramm Hefe, macht jetzt keinen Unterschied. Das wird trotzdem immer gut und gelingt. So. Dann die zwei Mehle, hier einmal das Roggenmehl. Die genauen Mengenangaben stehen unten in der Videobeschreibung. Ich lasse das jetzt in der Küchenmaschine kneten, aber ihr könnt zum Beispiel sowas hier verwenden. Damit klappt das auch ganz gut. Oder ihr nehmt einfach einen Holzlöffel oder eben eure Hände. Und hier lasse ich den, wie gesagt, wirklich 10 Minütchen kneten. Nicht wundern, ne? Ich schicke meine Küchenmaschine jetzt ein. Deswegen wollte ich schnell noch wenigstens ja, ein oder zwei Rezepte noch für euch abfilmen, bevor ich die einschicke zur Reparatur. Ihr hört schon, die hört sich nicht normal an. Aber das hört gleich auf, das ist immer Anfang immer. Aber ja, solange jetzt noch geht, wie gesagt, wollte ich noch für euch abfilmen, aber dann schicke ich die erstmal zurück und dann muss ich wahrscheinlich über 2 Wochen auf die Küchenmaschine warten. Aber ich werde dann so lange im Thermomix den Teig kneten. Also was ihr auf jeden Fall benötigt, ist so eine Teigkarte. Die wird euch hier in vielen Momenten nützlich sein. Und jetzt kommt der Teig in die Schüssel. Und dann wichtig ist, den Teig abzudecken, am besten mit einem Plastikdeckel oder ja, mit irgendwas außer einem Geschirrtuch, weil sonst trocknet die Oberfläche aus. Also auf jeden Fall eher mit so einem Plastikdeckel abdecken. Jetzt tun wir den Teig einmal dehnen und falten. Dazu benötigt ihr auf jeden Fall diese Teigkarte. Manchmal ist der Teig sehr klebrig und da ist die am besten geeignet. Könnt ihr auch nochmal anfeuchten. Und dann tut ihr den Teig einfach von außen nach innen falten. So gelangt nochmal Sauerstoff an den Teig und die Hefe kann nochmal arbeiten. Ihr könnt das Ganze auch mit der Hand machen, indem ihr ihn anfeuchtet. Dann bleibt nicht der Teig an euren Fingern kleben. Einfach ziehen und nach innen falten. Und das könnt ihr zu Beginn öfters machen. Wichtig wäre halt, dass ihr das letzte Mal das Ganze 6 bis 8 Stunden den Teig danach in Ruhe lässt. Jetzt wieder abdecken.
Nächster Tag, es geht weiter. Der Teig hat jetzt geruht. Auch hier müsst ihr nicht unbedingt diese 24 Stunden einhalten, ja? Ob der Teig jetzt 20 Stunden oder vielleicht 28 Stunden gelegen hat, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also ihr müsst jetzt nicht so, ja, es müssen jetzt genau 24 Stunden sein, ne? Es ist immer so ungefähr, sollte der Teig so lange ruhen. Ich zeige ihn euch gleich. Wir werden ihn nämlich jetzt formen und dann kommt er in ein Gärkörbchen und wird da nochmal eine Stunde ruhen, bevor er dann in den Backofen kommt. Dazu wollte ich euch einmal zeigen, also solche Gärkörbchen kriegt man mittlerweile überall. Alle Utensilien, die ihr hier auch so gesehen habt, findet ihr auch alle verlinkt unten in der Videobeschreibung. Auch solche Gärkörbchen und so weiter. Aber falls ihr sowas nicht da habt, könnt ihr einfach auch eine Schüssel nehmen. Ja, sollte jetzt nicht zu groß sein. Und dann könnt ihr euch so ein, ja, Leintuch oder ein Geschirrtuch, Baumwolltuch einfach so reinlegen. Und dann bemehlen wir das Ganze. Also viele benutzen das so, dass die das Brot direkt hier so reinmachen. Dann habt ihr nämlich auch das Rillenmuster sozusagen im Brot. Ich finde es ein bisschen pflegeleichter, immer das Tuch drin zu lassen. Gerade auch so, wenn ich die Vollkornteige herstelle, die sind oft ein bisschen klebriger, ein bisschen flüssiger und dann klebt es doch schon mal hier in den Rillen und so weiter. Deswegen benutze ich es so, aber ihr könnt es halt so benutzen und dann mit dieser Haube abdecken. Das ist euch überlassen. Da ich ja immer zwei Brote backe, bei mir passen nämlich zwei Brote in den Backofen, die ich gleichzeitig backe, zeige ich euch auch einmal, wie ihr dann ein rundes Brot formt und wie ihr ein längliches Brot formt. Deswegen nehmen wir jetzt einmal das längliche und dann zur Demonstration zeige ich euch, dass ihr halt auch einfach so eine Schüssel nehmen könnt. Wichtig ist, dass ihr das Ganze einfach gut bemehlt. Dafür eignet sich auch Roggenmehl am besten. Also auch wenn ihr andere Brote mit anderem Getreide backt, nehmt zum Bemehlen der Gärkörbchen oder der Schüsseln immer Roggenmehl am besten. Dann bemehlen wir auch die Arbeitsfläche. So, ihr seht, der Teig ist sehr schön aufgegangen. Schön fluffy mit ein paar Bläschen. Den stürzen wir jetzt einmal auf die Arbeitsfläche. Deswegen hier die Teigkarte ganz wichtig. Einmal um den Teig auch schön hier rauszubekommen, rauszukratzen alles. Und auch jetzt hier die Teigkarte benutzen, um den einzuschlagen, damit hier auch nichts klebt. So. Und dann formen wir den Teig rund, indem wir einfach von außen nach innen den Teig schlagen. Einfach so ein paar Mal, bis der so schön stramm ist, sagen wir es mal so. So. Einfach, dass ihr eine schöne runde Kugel habt. Also ich lege das Brot jetzt mit der eingeschlagenen Seite nach unten, weil ich möchte, dass das Brot von Natur aus einreißt, sage ich jetzt mal so. Wenn ihr aber die glatte Oberfläche später haben wollt, tut ihr das andersrum, also mit der glatten Fläche nach unten, weil wir stürzen ja den Teig später. Und wenn ihr zum Beispiel die glatte Fläche haben wollt, irgendwelche schönen Muster einschneiden oder so, dann macht die jetzt nach unten. Ich mache die eingeschlagene nach unten, weil ich möchte, dass es von Natur aus einreißt. Jetzt noch mal schön gucken, dass ja auch wirklich schön an den Seiten bemehlt ist, damit da wirklich nichts kleben bleibt. So, dann decken wir den ab. Ich kann es direkt mit dem Tuch hier machen. Oder ihr nehmt euch noch was anderes. Machen wir jetzt hier noch das hier rauf. Dann ist jetzt der runde Teig fertig. Eine Stunde, ihr könnt aber auch anderthalb. Guckt einfach, zu sehr sollte das jetzt nicht aufgehen. Ich habe hier jetzt noch ein helles Brot. Das ist jetzt ein Dinkel-Buttermilchbrot. Ich weiß noch nicht, wie das Rezept ist. Deswegen habe ich es jetzt mal ausprobiert. Weil mit Dinkel ist ja ein bisschen schwierig. Manchmal wird das Brot zu trocken. Deswegen habe ich das jetzt gerade mal getestet. Jetzt mit reinem Dinkel 630 und Buttermilch. Mal gucken, wie das wird. Also wirklich für Anfänger ist schon so helle Mehle, so würde ich sagen, am einfachsten geeignet, weil die halt ja ein bisschen umgänglicher sind, nenne ich es jetzt mal so. Ihr werdet sehen, im nächsten Video zeige ich euch
komplett 100% Vollkornbrot, wie das aussieht. So, ich schlage hier jetzt einfach so alles nach innen. So, und dann einfach so eine Rolle. Und dabei versuchen, den Teig schön stramm zu bekommen. So, hier alles nach innen schlagen. Und dann kommt das in diese Form rein. So, auch den Teig decken wir ab. Und in einer Stunde geht es weiter. Ich backe meine Brote in Gusseisentöpfen. Also falls ihr einen Gusseisentopf habt, mit dem ihr auch kocht, also ich koche auch sehr gerne damit, also ich benutze es für die Brote und ganz normal zum Kochen, ist das natürlich ideal. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, falls ihr einen Tontopf habt, darin werden die Brote auch sehr schön. Was aber auch geht, ist ein normaler Edelstahltopf mit Deckel. Weil der Unterschied ist, wenn ihr das Ganze in einem, vor allem in einem Gusseisentopf backt, das Brot, das ist ja wie ein Mini-Backofen im Backofen. Falls ihr jetzt zum Beispiel einen modernen Hightech-Backofen habt, den habe ich jetzt nicht, mit Dampffunktion oder so, dann ist das ganz gut, weil es ist wichtig, dass der Teig am Anfang ein bisschen Dampf bekommt, damit er nicht direkt austrocknet und hart wird, sondern schön erstmal aufgehen kann, bevor dann die Kruste entsteht. Ihr könnt das Brot auch aufs Backblech rauflegen und dann so ein bisschen Wasser in den Backofen schütten, damit da ein bisschen Dampf entsteht. Müsstet dann nach 10 Minuten einmal die Backofentür aufmachen und den Dampf wieder entweichen lassen. Also das ist so ein bisschen, ne, Wasser reinschütten und so. Bisschen kompliziert, deswegen nehmt da gerne einen Topf. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert, auch in einem Tontopf funktioniert es. In einem normalen Edelstahltopf funktioniert es auch sehr gut. Aber mein Favorite ist einfach Gusseisen. Da wird das Brot so schön gleichmäßig, kross, knackig. Wirklich ganz, ganz toll. Also wie gesagt, entweder so ein... Ich habe hier zum Beispiel so einen emaillierten Topf. Damit funktioniert das auch. Oder die ganz normalen. Oder ich habe mir hier zum Beispiel extra eben in dieser Kastenform einen Gusseisentopf gekauft. Der ist komplett unbehandelt. Also das ist wirklich so reines Gusseisen. Und dadurch, dass ich das wirklich nur für die Brote benutze, na, manchmal backe ich auch einen Kastenformkuchen da drin. Das funktioniert auch. Also kann man ruhig, wenn man vorhat, regelmäßig Brot zu backen, investieren. Bevor der Teig in die Töpfe reinkommt, heizen wir die auch auf. Also halbe Stunde vorher werden die Gusseisentöpfe aufgeheizt. Wie gesagt, für mich ist das ideal, weil für mich so ein runder Topf und diese Kastenform, beides nämlich in den Backofen passt. So kann ich eben zwei Brote gleichzeitig backen. Wir sind ja eine 10-köpfige Familie. Wir verdrücken jeden Tag ein ganzes Brot. So backe ich halt jeden zweiten Tag. Immer zwei Brote, um den Teig gleich besser in die Töpfe reinzuheben, vor allem weil die ja super, super heiß sind. Schneiden wir noch Backpapier zu. Ich zeige euch, wie ich das mache. Ist super easy. Also wie gesagt, ich finde das immer so einfacher zum Stürzen und dann so in diese heißen Töpfe reinzulegen. Aber ja, falls ihr euch traut, könnt ihr auch einfach so da reinkippen. Aber ich bin da immer so, ich habe immer so Angst vor diesen heißen Töpfen. Deswegen machen wir das so. So, wir nehmen uns hier einfach das Backpapier. Das schneide ich einmal zu und das benutze ich auch wirklich so 5, 6, 7 Mal, bis es so anfängt zu reißen und nicht mehr funktioniert. Aber das könnt ihr, wie gesagt, danach mehrmals verwenden. Dazu nehmen wir uns das Backpapier, falten es einmal. Noch einmal zu einem Viereck. So. Nehmen wir hier die offenen Seiten und schneiden einfach so eine Ecke raus. So, und schon haben wir das fertige Backpapier. Das ist jetzt einmal für das runde Brot. Jetzt lasse ich hier aber die eine Seite breiter. Und die andere ein bisschen schmaler. So, dann haben wir hier nämlich die breitere Stelle für das Kastenbrot und können hier eben so schön das Ganze in den Topf heben. Der Teig ist nochmal schön aufgegangen. Falls ihr so wie ich mit diesen heißen Töpfen struggelt, holt euch euren Ehemann, ihr Gatten, Partner, was auch immer. Jemanden, der euch hilft mit den heißen Töpfen.
Wir machen das immer hier gemeinsam. Cool. So. Ich hoffe, das ist ja richtig schön heiß. Und direkt hier rein. Ich habe jetzt einen Topf von 24 cm Durchmesser. Ich benutze aber, ja, mach ruhig den Deckel drauf und jetzt ab in den Ofen. Ich mache hier gleich den nächsten. Ihr könnt aber ruhig auch einen größeren Topf nehmen. Also ich backe das runde Brot manchmal in 24 cm Durchmesser Topf, manchmal aber auch in dem 26er. Das wird dann einfach ein bisschen länger, ein bisschen breiter, aber dafür flacher. Im kleineren Topf wird es einfach höher. Hier zum Beispiel, wenn man mag, kann man eben noch einschneiden. Aber das wird jetzt sowieso bis zum Deckel nach oben gehen. Also wichtig ist jetzt hier, dass das Brot in den heißen Topf kommt mit Deckel. Und dort backe ich das jetzt bei 230 Grad 45 Minuten mit Deckel und 10 Minuten ohne Deckel. Also ungefähr 55 Minuten insgesamt. Aufgeheizt hatte ich den Ofen auf Full, also 250. Und jetzt gehe ich runter auf 230. Hier ist es nämlich so, da habe ich am Anfang nämlich den Fehler gemacht und habe den Deckel nach 20 Minuten schon abgemacht und hatte dann so eine ganz, ganz harte Kruste. Das ist nämlich auch, fragen ganz viele, oh, mein Brot, die Kruste ist so extrem hart. Ja, das ist dann, weil meistens, wenn es halt so offen backt, das Brot, desto länger der Deckel drauf ist, desto feiner wird die Kruste. Also ihr könnt den Deckel auch bis zum Ende der Zeit dran lassen, dann habt ihr wirklich eine ganz, ganz feine, dünne Kruste. Desto früher ihr den Deckel abmacht, desto dicker wird die Kruste. Ne? Also ich mag das so, dass ich die letzten 10 Minuten den Deckel abmache und so finde ich die Brote am besten. Also wie gesagt, mit dem Backpapier ist das einfacher, die Brote so rauszulösen. Und das falte ich mir jetzt nochmal zusammen, packe es in den Schrank und das kann ich beim nächsten Mal wieder benutzen. Ihr könnt immer den Klopftest machen. Wenn es sich wie eine Holztür oder hohle Tür anhört, ist das Brot fertig. Das ist immer so der ultimative Test. Ich glaube, das ist auch ganz gut geworden. Ich lasse die Brote dann immer schön lange abkühlen. Also es dauert wirklich ein paar Stunden. Deswegen backe ich die gerne abends. Schaut mal, wie knackig das jetzt ist. Jetzt zeige ich euch einmal das Brot angeschnitten. Das ist jetzt schon vom Vortag. So sieht das Ganze aus. Das ist richtig schön fluffig, saftig, also wirklich ein sehr, sehr leckeres Brot. Schneiden wir mal ein paar Scheibchen ab. Auch das Brotmesser hier habe ich euch auch verlinkt. Das finde ich richtig, richtig gut. Das haben wir jetzt schon richtig lange und das ist immer noch super scharf und die Brote lassen sich richtig gut damit schneiden. So, schaut mal. Also es ist so schön weich, fluffig. Falls ihr euch fragt, wie ich die Brote lagere, ich lagere die immer in so einem Leinbeutel. Hier finde ich, bleibt das Brot einfach auch ja, gut frisch und knackig. Und dann im Brotkasten einfach. Ohne Brotkasten geht es natürlich auch. Ich schreibe euch gerne das Rezept von dem hier auch noch auf, wenn ihr wollt. Ist jetzt mit Buttermilch und Dinkel 630. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt ein bisschen länger, weil ich wollte hier eigentlich so alle wichtigen Infos reinpacken. Auch euch eben die Tools zeigen, die jetzt wichtig wären und so weiter. Nächste Woche zeige ich euch dann zwei Vollkornbrote, die super lecker sind. Das wird dann hoffentlich nicht so lang. Also wie gesagt, das war mir jetzt wichtig, dass ihr hier so nochmal so wirklich alle Infos habt. Und
ja, was wichtig ist zu benutzen und so weiter. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt, dann weiß ich, dass ihr so etwas öfters sehen wollt. Dann filme ich auch regelmäßig meine Brote für euch ab. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch so den Kanal abonniert. Sei es, um die Vlogs zu gucken oder weiter die Rezepte. Wir werden natürlich auch gemeinsam das Projekt Sauerteig angehen, ne? Wir fangen einfach an. Jetzt bin ich ja so ein bisschen Expertin schon in den Hefebroten. Ich kenne mich jetzt schon auch gut mit den ganzen Körnern und verschiedenen Getreidesorten aus. Und dann können wir langsam in den Sauerteig starten. Und auch den werden wir dann zusammen ansetzen und dann experimentieren, wieso die anderen Brote werden. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!